Der Gelbe hat es nicht geschafft. Nee. Der hat die Schwache. Vorhin mal kurz. Nicht so, dass wir keine haben. Kurz dran gedacht. Das ist ein Esel? Das ist ein Maultier. Das Ding nie. Wir sind eine Gruppe aus dem Berliner Raum und haben uns spezialisiert unter anderem auf die römische Kavalleriedarstellung, aber auch das Tross und Lagerwesen muss eben immer noch entsprechend das auch tun, ohne sich zu erschrecken. Also das heißt, die frische Formation zerstören und entsprechend auch Lücken in die Formation zu reißen. Sie konnten, die hatten in den Vorteil, dass wir vielleicht bei den Anzugsgruppen auf jeden Fall auch. Und es geht auch schon los, die ersten sind unterwegs. Oh, der Gelbe hat sein Schwert schon gefunden, ne? Das ist richtig. Das sieht doch schon ganz gut aus. Thank you.
Das da? Ja, das kennen wir auch. Auch Sellerie, aber Stauden-Sellerie. Den Schoblauch finde ich jetzt nicht und nachher kommt noch Fleisch rein. Fleisch aber auch. Nee, ein bisschen Kraft. Das kannst du auch vergessen. Du wartest dann, bis wir wieder da sind. Ja. Gut. Ja. Die wollen doch mitgekommen. Ja, gut. Warte, warte, warte. Wir haben bereits unseren Einzug gesehen. Es handelt sich bei unserer Darstellungsform um schwere römische Linieninfanterie. Das ist das, was für die römische Armee ganz typisch ist. Das heißt, die klassische Kampfwaffe. Kommen wir nun zu den Feldzeichenträgern. Als erstes der Aquilifer. Der Aquilifer ist... Die Formation zeigt verschiedene Bewegungswechsel. Ich höre, wir reden Deutsch. Sie heißt ja. Es wird jetzt in der ganzen Formation geschwenkt. Das heißt, jetzt die Einheit nach rechts aus. Um sich dann wieder gerade auszurichten und den Marsch in direkter Linie fortzusetzen. Das, was Sie vom Etugio hören, das ist Kopf gehauen. Von der Seite, die ganze Formation dreht sich einmal komplett in die Richtung. Wir können das den ganzen Nachmittag. Was ist denn? Der Befehl ist ein Rohrwurm werden. Was? Du kannst doch ein Rohrwurm werden. Warum? Ja! Und Information, guter Kastrohrwurm, also ein Schildkopf. Aber was ist, wenn die von hinten an? Nun mit schmaler Front, dafür eine entsprechende Tiefe. Sie sehen, die Soldaten an den Seiten müssen immer zwischen den Kameraden einrücken, sodass sie die Seite dann mit ihren Schilden wiederum decken können. Sehen Sie.
Felicitat! Que formatat! Sie haben wahrscheinlich jetzt eben auch schon ein bisschen gesehen, dass eine geschlossene römische Formation dann vorne wirklich ein bisschen wie eine Mauer aussieht. Das heißt, die Schilde sind dicht an dicht. Sie sind damit als Soldat effizient geschützt. Das erklärt vielleicht auch Ihre Frage, warum die römischen Soldaten an den Stürzung! Fronten! Ictus! Bombo! Retro! Skuta! Fronten! Yes, da dire con di te! Erwartet. Also eine völlig neue Ausbildungssituation. Wir haben auch im Feld damit begonnen, die Helme mit solchen Kreuzbügeln aufzurüsten. Natürlich deutlich mehr Erfahrung als seine normalen Soldaten. Der Legionär versucht sich immer wieder hinter seinem eigenen Schild zurückzuziehen und den Samaten anzugreifen. Jupiter! Optimus! Maximus!